Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu eSports WRC hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Endlich mal wieder ans Lenkrad greifen, endlich mal wieder Rally auf dem Kanal. Ja, wer es nicht mitbekommen haben sollte, warum und wieso es schon direkt nach Release keine Videos mehr zum Spiel gab. Ich habe mir tatsächlich den Magen verdorben und musste die letzten 2,5 Wochen mich mit Magenkrämpfen und vor allem Schmerzen rumschlagen. Und das hat es mir wahrlich nicht möglich gemacht, allein körperlich, aber auch irgendwo konzentrationstechnisch ins Lenkrad zu greifen. Unter anderem eben auch hier in WRC nicht. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin immer noch nicht 100%ig fit. Aber ich habe mir gedacht, so ein Rallye-Fahrer, der muss in der Realität auch des Öfteren mal auf die Zähne beißen und durchziehen. Und genau das werde ich an dieser Stelle auch tun. Und ja, für den mehr oder weniger Wiedereinstieg habe ich auch was ganz Besonderes vorbereitet. Du siehst im Hintergrund schon den BMW M1 Broker. Mit dem werden wir unterwegs sein und zum ersten Mal in der finalen Spielversion eine Asphalt-Rallye bestreiten. Und da habe ich als Location Kroatien ausgewählt. Die durfte ich nämlich in der Preview ja noch gar nicht zeigen. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, das ist doch jetzt der perfekte Fit. Ich habe das Ganze auch schon mal vorbereitet. Eine kleine Championship, eine kleine Meisterschaft mit 3 Stages. Die gucken wir uns auch ganz kurz mal schon mal in der Übersicht an. Erstmal, 7,8 Kilometer geht's auf nassem Asphalt im Morgengrauen. Auf eine, glaube ich, sehr, sehr interessante Reise. Dann wird's, ich würde schon fast sagen, kriminell. Ja, es regnet dann richtig und guckt euch mal diese vielen Haarnadelkurven an. Das könnte ziemlich heftig werden, gerade mit dem M1 Broker, ein hinterradangetriebenes Powermonster. Also da muss ich sehr, 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 sehr viel Gefühl am Gaspedal haben. Und am Schluss vereinen wir das alles nochmal in eine super, super lange Stage. 25,6 Kilometer lang, das ist die längste, die es gibt in Kroatien. Und da immerhin dann auf trockenem Asphalt bei schöner Nachmittagssonne, würde ich es jetzt einfach mal benennen. Ja, wunderbar, wir bestätigen das Ganze. Wir fahren wieder einmal auf 100er KI, die mich gnadenlos vernichten wird. Aber ist egal, man muss ja irgendwo auch eine Challenge haben. Ne? Man muss ja mal gucken, wo man irgendwo bleibt. Ja, wir starten das Ganze und wählen auch das Fahrzeug aus. Hier sehen wir das Ganze auch nochmal. 1982er M1 Broker. Wurde ja eigentlich hauptsächlich als Rahmenprogrammfahrzeug der Formel 1 damals eingesetzt. Also auch wirklich dann auf den Formel 1-Strecken gefahren worden. Nicht unbedingt jetzt bei der Rallye, aber in Dirt Rallye und jetzt eben hier in WRC haben wir das eben auch im Rallye-Spec, was ich sehr geil finde. Ihr seht es auch rechts nochmal. 430 PS aus einem 3,5 Liter Sechszylindermotor bei knapp 1,1 Tonnen. Das Ding ist ein Biest. Das kann ich euch schon mal sagen. Lackierung gab es keine andere Auswahl als die, die ich jetzt gerade ausgewählt habe. Leider, aber die ist ja eigentlich auch ganz cool. Ansonsten kann man auch sagen, dass ich jetzt knapp 2,5 Wochen nicht WRC spielen konnte. Hatte auch was Positives für sich. Es sind nämlich 2 Updates in der Zwischenzeit erschienen. Unter anderem wurde die Performance ein bisschen verbessert, dass eben auch mal die Shader kompiliert werden. Das heißt, das Stuttering ist drastisch reduziert worden. Es ist immer noch da, aber es ist deutlich weniger, was das Ganze natürlich angenehmer macht. Und im letzten Update, das kam sogar vor ein paar Tagen erst, wurde endlich mal der Ansager angepasst. Der hat nämlich für meinen Geschmack immer die Sachen viel zu spät angesagt, auch wenn man auf die Einstellung am frühesten gegangen ist. Und tatsächlich haben sie jetzt bei normal, früher und am frühesten die Ansagen noch mal früher gesetzt. Und jetzt ist es auf jeden Fall eine super Sache, gerade wenn man mit schnelleren Fahrzeugen unterwegs ist, wie im WRC1-Kiste oder eben hier auch so ein Pro-Car. Das ist schon verrückt. Ich bin das Ganze schon mal ganz kurz im Vorfeld gefahren. Also zumindest mal habe ich mir das Ganze mal angeguckt, eben auch wegen den Updates. Wie läuft es denn jetzt überhaupt? Und habe dann festgestellt, das Ding ist eine übelste Zicke und gerade aus den Haarnadeln werden wir hier Probleme haben. Dementsprechend habe ich ein kleines Tuning vorbereitet. Jetzt nichts Besonderes. Einfach nur so das Fahrzeug ein bisschen entschärft, hier ein bisschen Spur rein, dass er halt beim Turn-In schon noch ein bisschen stabiler ist. Dann Dämpfer, dass er die Bodenwellen ganz gut schluckt, weil Bodenwellen gibt es hier ganz schön viele. Und eben auch gerade bei der Zugstufe, dass er so ein bisschen stabiler aus den Ecken rausgeht. Federrade auch ein bisschen angepasst, Bodenfreiheit ein bisschen gesenkt, weil so viel Bodenfreiheit brauchen wir jetzt nicht unbedingt bei einer Asphalt-Rallye. Und ansonsten, that's it. Ich will gar nicht groß länger labern. Wir verzichten mal auf den Shakedown. Ich gucke kurz nochmal auf die Reifen, nicht, dass ich die falschen drauf habe. Nee, Regen, das passt, weil nasse Fahrbahn plus Regenstage danach und kein Servicepark dazwischen. Da passen Regenreifen. Wir gehen direkt rein. Ja, wir machen keinen Shakedown, das passt schon so. Denn jetzt habe ich 4,5 Minuten gelabert und noch keine Action sprechen lassen. Aber seht's mir nach, so einer langen Zeit hat man auch ein bisschen Redebedarf. Ja? Und keine Sorge, ich werde jetzt gleich still sein, denn ich muss jetzt meinem Co-Piloten ein bisschen lauschen. Der, wie gesagt, alles jetzt ein bisschen früher ansagt. Ja? Unserem Bobby-Held. Ja? Wunderbar. Start 6 rechts, 50, viel Glück. Ja, Glück werde ich brauchen. Gucken wir mal. 5, 4,
Schön bis 9000 Umdrehungen, ne? Geil. 1, go. 6 rechts, 50. Leicht links. Mach zu, 3 und 2 rechts, 70. Ja, ich bin hier mit knapp 600 Grad Lenkwinkel unterwegs. Ich passe es ja immer gern manuell an. Manchmal habe ich gern einen anderen Lenkwinkel, als das Fahrzeug tatsächlich hat. Allerdings hier ist es, glaube ich, ein ziemlich perfekter Treffer. Ich glaube, der hat so um die 600 Grad Lenkwinkel. Das heißt, das Ingame-Lenkrad ist 1:1 die Lenkbewegung, die ich auch in der Realität mache. Und ja, der nasse Asphalt ist so eine Sache, da muss man nicht nur beim Rausbeschleunigen aufpassen, sondern auch auf der Bremse. Natürlich keine Fahrhilfen an, keine Traktionskontrolle, kein ABS. Das macht es natürlich schon ein bisschen kritisch, aber es macht unglaublich Spaß. Das kann man schon mal auf den ersten Metern sagen. Na, endlich wieder Rally, ey. Mann, hat mich das geärgert. Die ganze Zeit Streamer-Kollegen und YouTube-Kollegen zugeguckt und dachte, oh Mann, ich will auch. Naja, diese Bodenwellen, ey. Aber deswegen habe ich die Druckstufe ein bisschen reduziert, dass er die ein bisschen besser schluckt. Und solange wir nicht aufsetzen, ist alles gut. 4 links, 60. 1 rechts kurz, in 2 links kurz. Und 1 rechts, halb lang, nicht schneiden. Na, leider kann man die Klappscheinwerfer nicht manuell aufklappen. Wenn ich das Licht anmache, dann macht er nur die Nebelleuchten an, leider. Das heißt, wenn du die Klappscheinwerfer haben willst, dann musst du schon in der Nacht fahren, dann sind sie offen. Deswegen, ich würde gerne hier ein bisschen mehr ausleuchten, weil es jetzt hier in der Morgendämmerung und der Nässe hier schon ein bisschen dunkel, aber ich hoffe, man sieht trotzdem alles. So, jetzt aber ein bisschen Konzentration. Macht auf, 120. 4 links, lang. 6 rechts, lang, mach zu, 4, sehr lang, mach zu. Aquaplaning, uiuiui, da wäre ich was neben rausgeschaffelt, das wäre nicht gut gewesen. Macht auf, 110. Ja, meine Devise ist jetzt erstmal ankommen. Ihr merkt, wie viel Mikrokorrekturen ich machen muss, aber das macht es auch irgendwie aus am Ende. Langsam, 6 rechts, sehr lang. Mach zu, 2, nicht schneiden und links über Kuppe. In 5 links, 40. 6 rechts kurz, 50. Bremsen, leicht links, lang. Mach zu, 3, lang. Macht auf, 50. Rechts über Kuppe, 40. Leicht links, 120. Ja, das ist so ein Segen, dass er früher Sachen jetzt ansagt. Du kannst im Kopf dir einfach schon ungefähr die Strecke 30, ausmalen. Späte 2 links, sehr lang. 2 rechts, mach zu, 40, 30. 2 links, mach zu, 30. Das hilft dann natürlich schon. 2 rechts, nicht schneiden, 70. 2 links, macht auf, lang, 80. Auf der Bremse muss ich echt aufpassen, gerade bei der Nässe. 50, 6 rechts, halb lang, 40. Ja, in WRC Generation zwar nasser Asphalt immer so ein bisschen mein Nemesis. Boah, ja, aufpassen. 6 rechts über Kuppe, macht auf, sehr lang. 100, langsam, spät, 5 links kurz, 50, 3 rechts, 100. 6 links, sehr lang, mach zu, langsam. Und 4 rechts. Und späte kehre links. Oh, gefährlich. Und 5 links, lang, 50. So schnell kann es gehen, aber Glück gehabt. Irgendwie das Ding noch stabil gehalten. Lang, 70. Oh, das sieht aber auch geil aus mit der Morgensonne, ne? Wie der Asphalt dann so ein bisschen spiegelt. Nice. Ja, immerhin erste Wertungsprüfung überlebt. Das ist schon mal was wert. Und
Hatten auch einen grünen Teilabschnitt, sind Vierter, 2,5, 3 Sekunden innen dran. Und ich habe die Regenreifen wohl schon ein bisschen härter rangenommen. Die sind noch alle grün, ich habe sie schon runtergeruppelt. Okay, egal. Weiter geht's, kein Servicepark. Und wie gesagt, jetzt geht's direkt in den Regen rein. Jetzt wird's nochmal ein bisschen heftiger. Muss ich mich noch mal ein bisschen mehr konzentrieren. Und wie wir ja schon gesehen haben, hier gibt es viele Haarnadelkurven. Ich bin mal sehr gespannt. Das wird jetzt übel. Start leicht links, 200. Viel Glück. Das werde ich brauchen. Und dir viel Spaß auf jeden Fall. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Leicht links, 200. 6 rechts. Warum das so ein leichter 60, Regen sein, ne? 3, links, auf, das ist schon 50. Echt übel. 100. 6 links kurz, 120. Langsam. Leicht rechts, nicht schneiden. Die 40, schnellen Kurven 30, gehen irgendwie noch. Zu, sehr lang, nicht schneiden. Aber jetzt bin ich mal gespannt aus den langsamen Ecken. 70. Ansonsten der gute Short Shift wird auch helfen. Nicht schneiden. 60. Leicht das heißt, ein bisschen früher hochschalten. 90. Und natürlich auch klar ein bisschen Gaspedalkontrolle wird auch gut helfen. Rechts. Und da kommen sie schon, die Haarnadel. Uiuiui, 70. Vorsicht. 6 links, leicht schneiden, 60, leicht links, 50. 5 rechts, in 6 links und 3 rechts, macht zu, 2, nicht schneiden, 180. Späte weite Kehre links, macht zu. Und leicht rechts, in leicht links. Ja, da bremse ich lieber nicht zu spät. 40. Späte Kehre rechts. 60. Achtung, leicht links. In Sofortkehre links. Also, ne, weil ich ja gesagt habe, ich habe das natürlich im Vorfeld ein bisschen getestet. Also die Stages, die ich jetzt hier fahre, die bin ich noch nicht gefahren. Also die erste gerade eben schon. Die bin ich schon mal gefahren. Deswegen, da konnte ich jetzt am Anfang auch ein bisschen mehr labern. Einfach nur ein bisschen zu testen. Aber das hier. Uiuiui. Und vor allem die ganz große bin ich noch nicht gefahren. Weil es soll ja auch für mich eben so ein bisschen so ein First-Look-Erlebnis sein. Und deswegen jetzt auch ein bisschen Konzentration an meiner Stelle oder an dieser Stelle. Oh, es war zu spät, oder? Nee, Glück gehabt. Im Grip-Niveau würde ich sagen, ist es minimal schlechter als gerade eben. Also so viel krasser finde ich es jetzt nicht. Und leicht links, 200. Uiuiui. Das meine ich. Das ist so eine Zicke, ey. 40. Späte 3 links. 40. 6 rechts. 50. Kehre links. 150. Das Fiese hier in Kroatien ist auch noch, dass die Straße so nach links und rechts so ein bisschen abkippt. Also quasi so ein. Zum Teil ein Banking hat, zum Teil. Ich weiß den anderen Begriff gerade nicht mehr, wenn die Straße abfällt, aber ja, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Deswegen, manchmal ist es, glaube ich, hier auch sinnvoll, sich eher nach innen zu positionieren, wie nach außen, damit du so ein bisschen das eher als Banking nutzt. Das ist gar nicht klassisch Ideallinie fahren, sondern eher so das so innen reinsetzen. Ich hoffe, ihr seht das auch. Also, ich spüre so auf jeden Fall, dass es so ist. 6 rechts, langsam, 50, späte weite Kehre links, macht zu. 30, leicht rechts, leicht links, leicht rechts. Das habe ich mir hier ausgesucht. Langsam, 120, späte weite Kehre rechts. Aber es macht einfach auch Spaß. Und leicht links, 30, 3 links kurz, 160. Leicht links, mach zu, kehre. 50, 5 rechts, 60. Also rechts, im zweiten Gang ist es deutlich angenehmer, auf jeden Fall raus zu beschleunigen. Rechts, 140, langsam. Späte weite Kehre rechts, mach zu. Und 5 links, 40. Also ich nutze nicht die Handbremse oder so, weil der hat so einen krassen Turn in. Man muss ja eher aufpassen, dass das Heck einen, wie gesagt, nicht überholt.
hier rechts, lang, 120. 5 rechts kurz, langsam, 60. Weite Kehre rechts, mach zu. Und 4 links kurz, 30. 5 links, macht auf, 200. Ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man die Hinterreifen auch nicht zu sehr verglüht. Das könnte hinten raus das echt übel werden. 120. 4 rechts, macht auf, sehr lang, 70. Achtung, 6 links, bremsen und weite Kehre links. Und 3 rechts kurz, 30. Also ein bisschen links, später bremsen können, lang, aber 70. Egal. Bei den Hanneln, da bremse ich echt lieber zu früh, ey. Das, wenn du da einmal dich verschätzt, dann. 4 rechts, macht auf und 1 rechts, halb lang. Ist vorbei. Und 5 rechts, 50. Aber diese frühen Ansagen, das ist ein Segen. 40. 4 rechts, macht auf, 50. Leicht links, mach zu, 3. Und 2 rechts, 70. Scharf rechts, lang. 30, 3 links, macht auf und später 1 links, macht zu. 1 links, 80, 70. 4 rechts, 40. 3 links scharf, nicht steil und 6 rechts, 70. 6 links, langsam, 40. Kehre rechts, macht auf und macht zu nach Kreuzung. Und 6 links, 30. 6 rechts. In 5 links kurz, 50. 3 links, macht auf, sehr lang. Über Ziel bis Stopp. Geil! Das hat echt Laune gemacht. Also, ich kann jetzt schon mal sagen: Asphalt und Regen oder nasser Asphalt, anders formuliert, ist wohl hier nicht mein Nemesis. Also, das war richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Vor allem, weil er im Regen dann auch so gewissermaßen slidey war an den Stellen, wo es auch angebracht war. Nice. Das war geil. Haben sogar gewonnen. Nice. Und damit führen wir normalerweise jetzt auch sogar. Kein Druck oder so, aber das wird wild. Das wird wild. Also das ist doch kein leichter Regen, was da an Wasser runterkommt, oder? Ich weiß nicht, ob das auf YouTube rüberkommt, aber ich finde, das sind schon viele Regentropfen. Ah, das Auto sieht aber auch böse aus, ne? Ui. Ja, egal, wir machen weiter. Strammes Programm, denn ich habe mal geguckt bei den besten Listen bei der Gruppe B Heckantrieb. Und der Weltrekord, glaube ich, jetzt bei dieser langen Etappe liegt irgendwie bei 14 oder 15 Minuten, wo ich ja safe nicht hinkommen werde. Also, ja, bin ich mal gespannt. So, egal. Reparaturen gibt's nichts zu machen. Okay, perfekt. Sind ja auch nirgends angeeckt. Was wir aber jetzt machen, sind natürlich die Reifen anpassen. Und zwar weich empfehlt der. Ich würde jetzt eher Medium machen, aber wenn er das empfiehlt, dann mache ich das mal. Nicht, dass sie uns am Ende wegrauchen, ne? Da habe ich ein bisschen Sorge, muss ich sagen. Aber ja, wir probieren es mal. Wobei, ganz ehrlich, nee. Also, ich habe echt ein bisschen Sorge, dass sie wegrauchen. Nee. Ich mache mal Medium, das passt schon so. Tuning ist ja nach wie vor da. Perfekt, dann würde ich sagen, rein da. Und dann gucken wir mal. Also, wenn ich die jetzt so in 15 Minuten 30 oder so schaffe, dann wäre ich, glaube ich, zufrieden. 14:30 ist der Sieg. Okay. Nevermind. Also schneller als der Weltrekord, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder ich habe falsch geguckt beim Weltrekord. Ist auch egal. Nicht lange labern. Wir gehen jetzt rein an der Stelle. Viel Spaß. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Leicht links. 200. Das dürfte jetzt sogar der gleiche Abschnitt sein wie gerade eben im Regen. Nur jetzt halt eben im Trockenen. Und hinten raus wird es auch noch ein bisschen länger jetzt dauern. Das wird ein wilder Ritt. Und ja, oh ja, der Grip ist auf jeden Fall ein ganz anderer jetzt. Das wird spannend. Jetzt muss ich noch gucken, dass ich aufgrund dieses Mehrgrips nicht ja, überpace. Ja, das macht man ja dann gerne. Denkt man, oh geil, mehr Grip, jetzt gebe ich nochmal extra mehr Gas. Muss trotzdem ein bisschen mit Demut jetzt, glaube ich, hier rangehen. So, und auch wenn wir jetzt den Abschnitt quasi schon kennen, versuche ich trotzdem jetzt mal konzentriert an die Sache ranzugehen. Denn ich habe es vorher schon gesagt, gerade bei diesen ganzen Haarnadeln, ein Fehler und it is for boy.
180. So, also jetzt auf den ersten Metern waren die Mediums keine falsche Wahl. Hat vielleicht 2 Sekunden abgenommen. Na gut, das war jetzt auch ein relativ schneller Abschnitt. Die KI ist bei schnellen Abschnitten auch meistens nicht so schnell. Kurvenabschnitt dafür umso stärker. Also mal gucken. Aber das wird's. Heftiger Ritt. Uiuiui, ja, und giftig bleibt das Fahrzeug. Und leicht rechts, 80. Leicht links, langsam, in 6 rechts, 40. Später 1 rechts, halblang macht zu. Und 1 links kurz und leicht rechts, 90. Später 4 links, 40. 3 rechts, innen. 50, 6 rechts kurz, langsam, 70. Späte weite Kehre links, macht zu. Und 5 rechts. Fast auf dem Rasen angebremst. Sollte man natürlich nicht machen. Gerade wenn wir Asphaltreifen drauf haben, das sind ja wie Full Slicks. Schneiden, 70, weite Kehre rechts, macht zu. Und leicht links, 200. Leicht rechts, 40, späte 3 links, 40, 6 rechts, 50. Kehre links. 150. Späte 3 rechts, innen und 3 links und 3 rechts, macht auf. In 3 links kurz, 40, 5 rechts, 50. Weite Kehre rechts. Aber ja, das ist so geil, dass die Ansagen jetzt früher sind. Man kann sich wirklich im Kopf schon so ein bisschen ausmalen, wie die Strecke verlaufen wird, wenn man den Ansagen gut zuhört. Und wenn dann der Abschnitt tatsächlich kommt, wenige Sekunden danach, und es dann genau so ist, wie er es angesagt hat, dann ja, es ist einfach geil. Das macht mir immer so eine innere Freude. Und das kann man auch sagen. In WRC, ich bleib dabei, die Ansagen an sich sind sehr gut. Sehr präzise, man muss dann natürlich hören. Einziges Manko war, sie kam immer zu spät. Und das ist jetzt gilt jetzt der Vergangenheit. Das ist nice. So, und jetzt apropos Ansagen, ich höre weiter zu. Hier könnte vielleicht sogar der Klassensieg drin sein. Das wäre ja geil. Aber das ist nur ein langer, weiter Weg, glaube ich. Bleib dabei bei Kehren, bremse ich lieber ein bisschen früher und ein bisschen härter. 4 rechts, 70. Leicht rechts, 140. Langsam. Später weite Kehre. Man kann schon deutlich schneller durch die Kurven, wie gerade im Regen. Und 5 links, 40. Aber wie schon gesagt, man sollte es nicht jetzt auf einmal übertreiben wollen, deswegen. Links, 40. Leicht rechts, bremsen, 60. Späte Kehre links. Und 4 rechts, lang, 120. 5 rechts kurz, langsam, 60. Ich bin ganz ehrlich, ein Fehler und du bist hier tot, ne? Und 4 links kurz, 30. 5 links, macht auf, 200. Die Straße ist schon sehr schmal. Achtung, späte 1 links. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, gerade an die schon öfters jetzt auch schon WRC gespielt haben, wie schätzt ihr denn unter den Asphalt-Rallys die Rallye Kroatien ein? Also ich würde schon sagen, dass sie eine der anspruchsvolleren Asphalt-Rallys ist, aber was weiß ich schon. Ja, ich muss ein bisschen... Ich sage jetzt an der Stelle einmal, genieße jetzt einfach mal die Fahrt. Ich sage jetzt nur noch das Nötigste. Ich merke nämlich gerade, dass ich hier und da unnötig Zeit liegen lasse. Und die Folge danach wäre nämlich dann wahrscheinlich einen Fahrfehler einzubauen. Und das wollen wir alle nicht. Also, ich konzentriere mich mal ein bisschen. Boah, ich dachte gerade, es kommt Regen, weil der Scheibenwischer angegangen ist. 30, 3 links, aber der hat nur Dreck weggeschrubbelt. 1 links, macht zu. 1 links, 80, 70. 4 rechts, 40.
3 links scharf, nicht schneiden und 6 rechts, 70, 6 links, langsam, 40, kehre rechts, macht auf und macht zu, macht Kreuzung und 6 links, 30, 6 rechts, in 5 links kurz, 50, 3 links, macht auf, sehr lang, in 6 rechts, 100, leicht rechts, nicht schneiden, 100, 4 links, halb lang, 60, 3 rechts, macht zu, 50, 2 links, macht zu, 80, 3 rechts, macht auf, 40, 4 links, 60, 1 rechts kurz, in 2 links kurz, und 1 rechts, halb lang, nicht schneiden, 80. Scharf links, halb lang nach zu. 30. Wird breiter, 4 rechts, mach zu. 2 und 4 links kurz. 40. 3 rechts, 50. Uiuiui, aufpassen. 2 links und später 4 rechts, halb lang, 60. 4 links, macht auf, 120. 4 links, lang. 6 rechts, lang, macht zu, 4, sehr lang, macht zu und später 3 links, macht auf, 110, 5 rechts über Kuppe, Welle, in 5 links, 50, langsam, 6 rechts, sehr lang, macht zu, 2, nicht schneiden und links über Kuppe, in 5 links, 40, 6 rechts kurz, 50, bremsen, leicht links, lang, macht zu, 3, lang, macht auf, 50, rechts über Kuppe, 40, leicht links, 120, 2 rechts über Kuppe, lang, 30, späte 2 links, sehr lang, 2 rechts, macht zu, 40, 30, 2 links, mach zu, 30. 2 rechts, nicht schneiden, 70. 2 links, macht auf, lang, 80. Boah, der Randstein, Kopf und dann Rasen. Vorsicht. 5 rechts kurz und leicht links, 50. 6 rechts, halb lang, 40. 4 rechts, halb lang, 100. 4 links über Kuppe, 80. Links, 30, 1 links kurz, 30, 3 rechts, schneiden, macht auf, 80, 6 rechts über Kuppe, macht auf, sehr lang, 100, langsam, spät, 5 links kurz, 50, 3 rechts, 100, 6 links, sehr lang, macht zu, langsam, später kehre links. Und 5 links, lang, 50. 4 rechts, 100. 6 rechts, lang, 70. Leicht rechts, langsam, 80. Später 3 links, lang, macht auf und macht zu. 160. 3 rechts, macht auf, halb lang und 6 links, bremsen. Und später 1 rechts, 90. 2 links, lang. Jetzt haben wir schön in die 40, Abenddämmerung rein rechts, hier. Nicht schneiden, in 5 links, halb lang, in 4 rechts, nicht schneiden und 5 rechts, 50. Langsam, 6 links über Kuppe, 30. Achtung, 3 rechts, mach zu, scharf. 30, links über Kuppe, 40, 4 links, halb lang, nicht schneiden, 40, 6 rechts, 6 links, 80, langsam, 5 rechts, mach zu, 30, 1 links, halb lang,
90, 5 rechts, mach zu und 3 links, nicht schneiden. 30, rechts über Kuppe, 120, langsam. Achtung, leicht rechts, lang, mach zu, 6 und 4 links, 80, 6 links, halb lang. Deswegen hat er Achtung gesagt. Uah, Glück gehabt. Und 5 rechts kurz, 60, 4 rechts, macht auf, 100. Achtung, 3 rechts über Kuppe, halb lang, 80. Das ist ganz schön tückisch hier zu fahren. 4 rechts, macht zu, 40. Da war ein Lift of Oversteer. Halb lang, 30. Später 1 links, 70. Das ist gerade gar nicht so einfach hier. Leicht links, 60. Langsam, leicht links, lang, 50, 4 rechts, innen, 70, spät, 3 links kurz und 6 rechts, 80. Aber weil es jetzt auch ein bisschen bergab geht, bremsen, muss man rechts, viel 30, mehr aufpassen, viel früher kurz, eher mal rechts, den Anker 80, schmeißen oder mal reinrollen lassen. 4 rechts, lang, nach zu, 3, lang und 5 links, lang. Zu, 1, innen. Und leicht rechts, 90, 3 rechts, lang. In 6 rechts und späte 4 links, mach zu, in 3 rechts kurz und 2 links, mach zu, 50. 2 rechts, macht auf, lang, 50. Leicht links kurz, 60. 6 rechts über Kuppe, lang und Kuppe, 60. Weite Kehre links. 60, leicht rechts. Und 6 links, mach zu und 3 rechts, 60. 4 links, über Wellen, 50. 4 rechts kurz, 30. 3 links kurz, 60. 5 links, innen. Und 4 rechts. Und 3 links, 30. 2 rechts kurz, 60. 5 links, mach zu, 80. Leicht links kurz, 180. Langsam, 6 links, sehr lang, mach zu, 3, 40. 3 rechts, halb lang, 90. 5 links, mach zu. Und 2 rechts kurz, 50. 2 links kurz, 30. Leicht rechts. Und 3 rechts kurz, 30. 4 links, macht auf, 30. 4 links, 40. Leicht rechts. Und Kuppe in 6 links. In 4 rechts, 250. Leicht links. Und leicht rechts. Langsam. 1 links, lang. 40, scharf rechts, lang. 60, 4 links, kurz über Kuppe, 90. Leicht rechts, extra lang. 60. 4 rechts kurz, über Ziel, 70 bis Stopp. Okay, wow. Das ist der letzte 15 Minuten. Oh, zum Glück ist vorbei. Das Problem ist, wenn es jetzt noch weitergehen würde, den Schaden würdest du mitnehmen. Boah, also der Schlussabschnitt war richtig heftig. Aber hey, habt ihr überlebt. Aber ich glaube, da werden wir sicherlich irgendwann... Oh, ich habe sogar eine Tür verloren, sehe ich gerade. Da werden wir sicherlich irgendwann nochmal wieder drauf zurückkommen. Auf das Ganze. Und, nein, 40, 30, 5, 5... Ich muss nochmal gucken, was der Weltrekord war. Aber tatsächlich am Ende nur 4 oder sagen wir 5 Zehntel hinten dran. Nice, damit dürfen wir das Ding sogar gewonnen haben am Ende. So ist es. Woo! Geil. Haben wir den King geschlagen. Ja, ein Held ist einfach besser wie ein König. Ja, wissen wir doch alle. So. Nice, sehr, sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich sagen, soll's das... Ne, wir machen noch einen kurzen Sprung in die Weltrang-Bestenliste, weil das würde mich jetzt noch mal, doch dann noch mal ganz kurz interessieren.
wo wir, oder wie schnell das dann tatsächlich war. Weil ich dachte, sie waren eher bei 15 oder so. 14:30 ist ja dann gar nicht schlecht gewesen. So. Und wenn ich die Wiederholung natürlich gerne nochmal sehen wollen würde. Aber, machen wir einfach den Sprung dahin. Ich würde sagen, weil ich würde mir gerne hier noch ein Thumbnail rausziehen. Und, dann würde ich sagen, wir gucken hier trotzdem nochmal ganz kurz zu, oder? Auch wenn die Folge jetzt ein bisschen länger wird, aber das darf es doch sein. Dann machen wir ganz kurz nochmal einen Sprung, weil es mich einfach interessiert. Aber ich lasse jetzt nochmal hier so eine 30 Sekunden mal kurz mit dem Replay alleine. Ja, ich würde sagen, die Zeit ist doch schlagbar, oder? Die Zeit ist doch schlagbar. 15:10, okay. Also, vielleicht muss ich das da mal machen. Ja? Und dann könnte ich immerhin mal für eine kurze Zeit sagen, ich habe einen Weltrekord. Aber gut, lassen wir das so stehen. Die Bedingungen sind meistens beim Zeitfahren auch mal nochmal vielleicht ein bisschen andere. Das weiß man natürlich nicht. Aber so oder so, hupsala, da bin ich verrutscht. Soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die etwas längere Wiedereinstiegsfolge hat dir gefallen. Wie gesagt, schreib gerne irgendwelche Rallye-Fahrzeug-Kategorien, Kombinationen oder auch Einzelnes in die Kommentare, was du gern sehen möchtest. Ich versuche dem nachzukommen. Ich bin jetzt aber raus an dieser Stelle. Mach's gut. Ich wünsche dir einen fantastischen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao!